Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ich habe eine Serie, ein Format, 5 Uhren nach einem bestimmten Kriterium, lange nicht gemacht. Heute gibt es dazu ein ausgesprochen persönliches Video, nämlich meine persönlichen Top 5 Uhren deutscher Hersteller unter 1000 Euro. Ich habe tatsächlich 5 Uhren 5 verschiedener Hersteller. Ich habe nicht bewusst danach gesucht, aber es hat sich so ergeben und das finde ich natürlich besonders reizvoll und interessant. Straßenpreis habe ich deshalb gewählt, weil eine Uhr dabei ist, wo der Listenpreis deutlich höher liegt, aber es ist durchaus nicht sehr schwer, einen Straßenpreis von unter 1000 Euro für diese Uhr zu erzielen. Alle anderen Uhren haben tatsächlich auch einen Listenpreis unter 1000 Euro. Um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, hier das kurze Line-up. Um diese Uhren geht es heute. Ich werde jede einzelne im Detail vorstellen und auch was dazu sagen. Für die Messerfreunde unter euch, hier liegt meine neue Errungenschaft an Wolfgangs W. Scandi, aber darum soll es heute nicht gehen. Ja, diese Uhr habe ich gewählt, weil sie außergewöhnlich designt ist, ein bisschen Farbe hat und zudem sich komplett aus den anderen Uhren, von den anderen Uhren abhebt. Hier haben wir eine grünliche, farbige Uhr, super ablesbar nachts, sehr robust. Ebenfalls sehr robust und den Bereich Dresser abdeckend ist diese hier. Hier gefällt mir die Farbgestaltung, die Robustheit und das außergewöhnliche Gehäuse sehr gut. Und das ist, wie einige von euch wahrscheinlich wissen, zurzeit meine Lieblingsuhr. Ja, warum? Ach, mach mal die Kamera aus. So. Warum habe ich mich jetzt genau für diese Uhren entschieden? Ja, ich fange mal mit der ersten an, völlig ohne Reihenfolge, schlicht und ergreifend von links nach rechts, wie sie da gelegen haben. Hier haben wir die Mühle Panova. Die Mühle Panova finde ich wirklich eine richtig schöne Uhr, die mich in mehrfacher Hinsicht wirklich begeistert. Es ist die Farbgestaltung der Uhr, es ist die Tatsache, dass sie, wenn man sie so sieht, relativ große Indizes hat, nachts aber nur die kleinen Punkte leuchten und sie damit ein komplett anderes Nachtbild hat als die Uhr tagsüber. Und sowas finde ich wirklich immer sehr, sehr schön und mag das. Die Mühle Panova hat einen Bandanstoß von 20 mm, einen Durchmesser von 40 mm, eine Bauhöhe von lediglich 10,4 und eine Wasserdichtigkeit von 100 Meter. Verbaut ist das Elita SW201 in der Mühle-Version und hat ein graues Ziffernblatt mit Sonnenschliff. Wirklich schöne Uhr. Die Uhr gibt es auch in unterschiedlichsten Farbvarianten, was mir sehr gut gefällt. Ich habe jetzt hier ein Hirsch-Kautschukband dran, Hirsch Pure. Ich finde, das passt ausgesprochen gut zu der Uhr. Es passen aber auch leicht gräuliche Bänder sehr gut und auch andere. Aber da sie 100 Meter wasserdicht ist und für mich auch alles mitmachen soll, fand ich das Hirsch-Kautschukband an dieser Uhr wirklich sehr gelungen und werde die Uhr auch so an diesem Band erst einmal lassen. Verbaut ist ein Saphirglas. Das Gehäuse ist nicht kratzfest, nicht kratzgeschützt, wie bei 3 der anderen Uhren. Der Listenpreis liegt bei 1200 Euro. Wie gesagt, mit wenig Suchen sollte ein Preis von unter 1000 Euro in jedem Fall erzielbar sein. Ich selber habe vor noch nicht einmal einem halben Jahr 850 Euro dafür bezahlt. Insofern bin ich wirklich sehr zuversichtlich, dass diese Uhr, was den Straßenpreis betrifft,
sehr gut in mein heutiges Line-up passt. Damit ist die Uhr auch die teuerste, weil ich gesagt habe, alle anderen Uhren würden genau in das Raster passen und auch vom Listenpreis her tatsächlich die 1.000-Euro-Grenze nicht reißen. Nehmen wir die nächste Uhr von links nach rechts, wie gesagt, und damit ohne eine besondere Reihenfolge. Es handelt sich hierbei um die Decla Turbulenz. Die Decla Turbulenz ist eine Uhr, die in der von mir gewählten Konfiguration, ich habe die Uhr gebraucht gekauft, habe die Konfiguration aber nachgestellt, zurzeit Liste 870 Euro kostet. Was bedeutet in der von mir gewählten Konfiguration? Zum einen das grün verlaufende Ziffernblatt kostet einen Aufpreis. Die Lünette ist mittlerweile Stahl. Ich hatte ursprünglich die schwarz beschichtete Lünette drauf und so habe ich die Uhr bepreist, weil ich das habe nachträglich umrüsten lassen. Und die Uhr hat das von Decla sogenannte Six-Steel-Gehäuse. Das heißt, ein gehärtetes Gehäuse. Ich vermute, es ist das Kolsterisieren, was auch von anderen Marken bekannt ist. Mit der schwarzen Lünette würde die Uhr 870 Euro kosten. So wie ich sie euch hier zeige, liegt sie wahrscheinlich im Bereich von 810, 820 Euro. Das habe ich nicht genau nachkonfiguriert. Die Uhr hat ebenfalls einen Bandanstoß von 20 mm, 40 mm im Durchmesser und ist bis 200 Meter wasserdicht. Wir haben ein Saphirglas verbaut, einen Stahlboden und eine wirklich sehr gute Leuchtkraft über die Nacht. Es lässt sich ein Glasboden gegen Aufpreis verbauen, es lässt sich ein farbiger Sekundenzeiger einbauen und auch verschiedene Farbvarianten des Blattes sind möglich. Und aus der Turbulenz-Serie gibt es auch unterschiedliche Ziffernblattgestaltungen mit Doppelstrichen auf den Indizes. Schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Das ist nur eine Möglichkeit. Hier kann man sich wirklich sehr austoben, wenn man grundsätzlich diesen Stil von Uhren mag. Wie gesagt, in der hier gezeigten Version Liste knapp über 800 Euro mit der schwarzen, hartstoffbeschichteten Lünette 870 Euro. Und durch Größe, Preis, gehärtetes Gehäuse, Wasserdichtigkeit und Saphirglas eine extrem robuste, tolle Alltagsuhr, die sich von der Panova natürlich deutlich unterscheidet. Das hier ist wirklich mehr eine robuste Fieldwatch und das hier ist schon eine Uhr, die ich auch feinere Anlässe will ich nicht sagen, aber schon, wenn die Uhr ein bisschen besser aussehen soll, vielleicht ein kleines bisschen mehr Hingucker, dann würde ich eher zu der Panova greifen. Dann geht es in Richtung Anzug, Dresser, was ich ja so oft gar nicht trage. Hier haben wir die Archimede 200. Die Archimede 200 hat am Lederband aktuell einen Neupreis von 960 Euro. Das Stahlband habe ich nachgerüstet, weil ich es einfach wissen wollte, wie es aussieht. Ich finde, es ist wirklich okay für die Uhr. Die Schließe ist etwas grob und etwas dick für einen Dresser, aber ich denke, ich werde die Uhr über kurz oder lang auch wieder ans Lederband zurückrüsten, weil ich einfach finde, für einen Dresser, für eine Anzuguhr passt das besser und in der Konfiguration, wie ich sie zukünftig tragen werde, kostet sie bei Archimede Liste aktuell 960 Euro. Der Durchmesser sind 39 mm, der Anstoß auch hier angenehme 20 mm, angenehm deshalb, weil ich dort die meisten Bänder habe. 200 Meter Wasserdichtigkeit, eine Bauhöhe von nur 10,8 mm, Lug-to-Lug 45 mm und als Werk haben wir das Sellita SW 200. Eine absolut schöne Uhr, sehr robust durch das gehärtete Gehäuse. Auch hier ein kolsterisiertes, gehärtetes, kratzresistentes Gehäuse, Saphirglas, eine nicht verschraubte Krone, für einen Dresser aber auch nicht wirklich
dramatisch. Bei der Panova haben wir eine verschraubte Krone, ebenso wie bei der Dekla. Das ist einigen von euch wichtig, deshalb das nur kurz als Nachtrag. Die vierte Uhr in meinem Line-up heute ist von Circular die Pro Trail. Das ist für mich eine sehr, sehr außergewöhnliche Uhr mit einem aktuellen Listenpreis von 899 Euro, wenn ich mich nicht vertue. Einem sehr außergewöhnlichen Gehäuse, was nicht jeder mag, aber ich mag es einfach, wenn eine Uhr mal etwas Außergewöhnliches zu bieten hat mit den unterschiedlichen Flächen. Ein Ziffernblatt, was auch nicht so alltäglich ist. Mir gefällt die etwas andere Gehäuseform. Mir gefällt auch die innenliegende orangene 24-Stunden-Skalierung für die Fieldwatch. Die Uhr ist bis 150 Meter wasserdicht, hat einen Durchmesser von 40 mm, Bandanstoß 20 mm, ist relativ dick mit 13,4 mm, was aber daran liegt, dass sie nicht nur bis 150 Meter wasserdicht ist und ein gehärtetes Gehäuse hat, sondern sie hat auch einen Weicheisenkäfig und ist damit extrem geschützt gegen magnetische Strahlungen. Horn-zu-Horn-Abstand sind 46 mm und verbaut habe ich ein, kann man es sehen? Ja, ich glaube, man kann es sehen, ein Eulit-Stoffband. Das ist dieses Stoffband, was ihr von den Schwimmbadschlüsseln kennt. Finde ich, passt hervorragend an die Uhr hier, weil es einfach eine Fieldwatch ist und da gehört meiner Meinung nach auch ein sehr rustikales und auch sehr praktisches Band dran. Der Vorteil dieser Bänder ist, sie trocknen unglaublich schnell und sind sehr leicht und sorgen dafür, dass die Uhr auch sehr schön flach am Arm liegt. Bei der Uhr habe ich eine ganze Zeit gezögert, ob es diese werden soll oder aber vielleicht doch meine Laco in Grau. Habe mich also hier entscheiden müssen zwischen einer Flieger und einer Fieldwatch. Ich habe mich am Ende für die Circula entschieden. Zum einen, weil ich sie vom Blatt her ein klein wenig abwechslungsreicher finde und vor allen Dingen, weil sie die höhere Wasserdichtigkeit hat. Das ist mir für Uhren, die ich in meine Top 5 Uhren packe, doch relativ wichtig und deswegen haben alle Uhren, die ich heute zeige, mindestens 100 Meter Wasserdichtigkeit. Den Boden zeige ich auch nochmal gerne, weil er ganz interessant ist. Auch hier nicht irgendwas Standardmäßiges, sondern speziell auf die Uhr zugeschnitten. Auch das gefällt mir sehr gut. Die letzte Uhr, die ich zeigen möchte, ist meine Mark & Sons. Und ich habe es schon vor etlichen Videos gesagt, die Mark & Sons ist aktuell so etwas wie meine Lieblingsuhr und da bin ich auch bisher nicht von abgekommen. Ich habe das Band gewechselt, ich habe jetzt ein Hirsch Performance Band dran und zwar ist es das Robby mit einem 22er Anstoß, das heißt die Uhr hat einen 22er Anstoß, hat eine Wasserdichtigkeit von 300 Meter, Saphirglas verbaut, einen Durchmesser von 42,5 mm, Horn zu Horn haben wir hier 50 mm. Das ist bei mir die Anschlaggrenze, aber ich finde die Uhr so dermaßen gelungen und schön, dass ich das wirklich gerne in Kauf nehme. Krone verschraubt. Bei der Pro Trail habe ich das nicht gesagt, aber auch hier Krone verschraubt, klare Sache. Gehäuse bei der Mark & Sons nicht gehärtet. Die Lünette steht leicht über, ist dadurch super griffig und lässt sich garantiert auch mit Handschuhen gut bedienen. Leuchtkraft klasse, die ganze Nacht über super gut ablesbar und auf der Rückseite auch einen schönen verschraubten Boden.
Ja, das sind meine 5 Uhren unter 1000 Euro. Straßenpreis, wobei bei den 4 ist sogar der aktuelle Listenpreis und aktuell heißt Ende April 2023 der Listenpreis unter 1000 Euro. Nur bei der Panova liegt er drüber und das ist auch die Uhr, die für mich optisch ein klein wenig raussticht, einfach aufgrund der Gestaltung des Ziffernblattes finde ich die Uhr tatsächlich am nicht auffälligsten, aber am interessantesten. Ich kann das tatsächlich so sagen, finde die wirklich super. Ich würde sie auch nicht jeden Tag tragen, ich würde mich dann wahrscheinlich satt an der Uhr sehen. Aber das ist so meine Auswahl der Top 5 Uhren unter 1000 Euro. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mit mir konform seid, ob ihr das komplett austauschen würdet oder welche Uhren auf eurer Liste ganz oben stehen würden, wenn ihr 5 Uhren für jeweils maximal 1000 Euro zusammenstellen müsstet. Danke, dass ihr reingeklickt habt. Ich wünsche euch ganz viel Gesundheit. Ich wünsche euch, dass ihr euch an euren Uhren erfreut. Bleibt mir treu und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.